Der kleine, dicke, große. Immer für einen Spaß zu haben und stets gut gelaunt. Ein wahrer Paradiesvogel eben. Es ist kaum zu fassen, dass es nun ein Jahr her ist und Dirk Bach an Herzversagen in seinem Apartment gestorben ist. Kaum einer weiß, dass sich hinter der lustigen Fassade ein Entertainer mit einer ernsten Seite versteckte. Ein frecher Spruch, ein knallbuntes Hemd, so ist uns Dirk Bach in Erinnerung geblieben. Ob an der Seite von Sonja Zietlow beim Dschungelcamp oder als Komiker in der Schillerstraße. Er wusste immer ganz genau, wie er für gute Laune sorgen kann. Doch der Schein trügte. Denn auch Dirk Bach hatte eine ernste Seite, die nur bei wenigen Interviews zum Vorschein kam. Es waren nämlich nicht nur die lustigen Rollen, die ihm wichtig waren. Er wollte auch anders in Erinnerung bleiben. Also Theater ist das, wo ich herkomme. Das mache ich seit über 30 Jahren. Und das Fernsehen kam irgendwo in der Mitte mal dazu. Und das hat einfach eine größere Wirkung. Dann machst du irgendwie eine Sendung und dann gucken das halt, ja, wie im Dschungel, dann gucken das halt fast 10 Millionen und dann wissen 10 Millionen, man macht das, aber das andere kennt halt kein Schwein. Bereits in jungen Jahren besuchte Dirk Bach die Schauspielschule. 1978 bekam er dann seine erste Theaterrolle in Köln und 92 wurde er sogar festes Mitglied des Ensemble des Kölner Schauspielhauses. Er ist definitiv kein Quereinsteiger und hat sich seinen Platz in der Branche hart erarbeiten müssen. Und als die Theater mit den Jahren immer leerer wurden, zog es ihn ins Fernsehen. Der Beruf des Schauspielers hat ja irgendwie eine riesige Breite und da gehört das alles dazu. Und wenn man da sich auch nicht für schämt oder auch keine Berührungsängste hat, dann finde ich das gerade ganz klasse, weil es ist alles so dieses berühmte Crossover, von dem man ja auch in der Musik immer so gerne spricht. Dirk Bach, du hast alles richtig gemacht. Eine Folge verpasst? Dann schaut einfach bei uns im Channel vorbei.